Ja, hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, dass ChatGPT durchhält. Es ist jetzt 19:23 Uhr und die Amerikaner sind ja so ungefähr 6 Stunden rückwärts. Das heißt, bei denen ist es dann 2, 4, 6, ist so na früher Nachmittag, ne? Na, mal schauen, vielleicht klappt es ja. Ja, und zwar habe ich versucht, mit ChatGPT Matheaufgaben zu lösen. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, wie es mir dabei gegangen ist. Also ich fange ganz einfach an mit einer, ziehen wir das hier mal ein bisschen näher, mit einer ganz einfachen Multiplikation, irgendeine Fantasiezahl. Ich habe rechts den Taschenrechner extra aufgerufen, damit wir auch die Ergebnisse kontrollieren können. Also ich mache jetzt irgendeine ganz einfache Aufgabe, 52.347 mal 23,7. So, und dann mache ich das hier, also mit Steuerung C kopiere ich es raus, mit Steuerung V mache ich es da in den Rechner rein, mal 23,7 gleich. Also das ist das Ergebnis, 1.240.623,9. Jetzt schicke ich das mal ab, übergebe ihm diese Aufgabe. Und er kommt auf ein anderes Ergebnis. Er kommt auf 1.238.000, weil ich ziehe das hier mal so rüber, damit wir das besser vergleichen können. 1.238, nee. Nee, er kommt auf eine ganz andere Zahl. Er kommt auf 123.000. 871,9, also ganz, ganz falsch. Dann versuchen wir es nochmal. Und zwar hatte ich mir dann überlegt, vielleicht liegt es hier daran, dass ich anstatt mal den Rechenoperator, also das Malzeichen da reinmache. Vielleicht ändert das was, war meine Idee halt, nicht? Weil, wer weiß, ne? So, vergleichen wir es nochmal. Also jetzt stimmt es von der Größe scheinbar etwas. Ne, was sind das? 1, 2, 35. Jetzt ist es noch falscher. Jetzt ist es 12.353.899. Nicht? Also es ist so wahnwitzig falsch, dass ich mich gefragt habe oder dass ich ChatGPT gefragt habe. Kannst du mathematische Aufgaben lösen? Mal sehen, wie ihr selber zu seinen eigenen Fähigkeiten steht. Und dann sagt er so ganz selbstbewusst, ja, ich bin ein, also AI ist also KI, ne? Künstliche Intelligenzmodell von OpenAI. Und kann mathematische Aufgaben lösen. Tja. Gut, dann geben wir ihm noch eine Chance. Und zwar machen wir mal eine ganz einfache Division. Und zwar hier 12.000 geteilt durch 24,5. So, dann werde ich das hier mal übernehmen. 12.000 müssen wir hier löschen. 12.000 geteilt durch 24,5 sind 489,7959. ChatGPT sagt, das sind 489. Der Anfang stimmt ja immerhin schon mal, ne? Aber nach dem Komma ist es wieder falsch. Nicht? Also es ist eigentlich 7. Komm, ich beziehe es mal hier rüber.
Also 489 stimmt, aber dann ist es wieder falsch, ne? Also ich weiß nicht, was der da macht. Ich schreibe mal, beide Ergebnisse sind leider falsch. Warum? So, dann schreibt er, es tut mir leid, dass ich fehlerhafte Ergebnisse liefere. Dies kann auf eine falsche Formulierung der Aufgabe oder einer technischen oder einen technischen Fehler in meiner Programmierung zurückzuführen sein. Ich empfehle Ihnen, die Aufgaben noch einmal sorgfältig zu überprüfen. Ja, also gut, also da ist er uneinsichtig irgendwie, oder beziehungsweise er sagt, es tut ihm leid. Dann versuchen wir mal eine Textaufgabe. Und zwar eine ganz einfache Kreisumfang. Ne? Zur Erinnerung, also der Kreisumfang U ist gleich 2 mal Pi mal R, wobei R der Radius ist. Und wenn man den verdoppelt, hat man ja den Durchmesser. Und deswegen mache ich mal diese Hürde. Ich gebe ihm den Durchmesser als Anhaltspunkt an. Also ich frage ihn oder gebe ihm den Auftrag, berechne den Kreisumfang eines Kreises mit 10 cm Durchmesser mit Rechenweg. Das muss man ihm scheinbar sagen, weil sonst lässt er den manchmal weg. Weil ich möchte schon gern nachvollziehen können, was der da macht. Also, der Umfang eines Kreises kann berechnet werden, indem man die Länge des Kreisumfangs mit Pi multipliziert. Also das stimmt schon mal. Und ich finde es auch sehr gut, dass er das erklärt, ne? So, und dann geht er hier noch auf den Radius ein. Und hier rechnet er richtig, ne? Weil 3,14 irgendwas mal 10 ist halt 31,42. Das stimmt. Da hat er richtig gerechnet. Bravo. Jetzt machen wir mal als nächstes Kreisfläche. Das ist Pi mal R Quadrat. Das heißt, wir nehmen denselben Kreis. Und dann, wie sage ich denn das? Berechne die Kreisfläche dieses Kreises mit Rechenweg. Ja, damit wir auch genau im Bilde sind, was er da treibt. Die Fläche eines Kreises kann berechnet werden, indem man, dann erklärt er das, Radius des Kreises mit sich selbst, damit meint er das Quadrat. Fläche gleich Pi mal R Quadrat. Das ist also richtig. Hier kommt auch das richtige Ergebnis. Wir können es ja mal nachvollziehen. Also 10 cm Durchmesser macht einen Radius von 5 cm. Das zum Quadrat sind 25 mal Pi gleich 78, hier steht es ja auch, 78,5, 78,53, okay, das kann man gelten lassen. Das macht er auch richtig, komischerweise. Dann habe ich hier so typische Textaufgaben gefunden, die man so in der Schule halt hier Klasse 5, 6 und 7 erhält. Und da haben wir hier, Lea ist 5 Jahre älter als Janis. Zusammen sind sie 21 Jahre alt. Wie alt ist Janis und wie alt ist Lea? So, so eine Knobelaufgabe. Füge ich hier ein, einfach so den Text. Mal gucken, was er sagt.
Wir können eine Gleichung aufstellen. Das ist schon mal gut. Lassen wir Jannis Alter als x und Leas Alter als x plus 5 bezeichnen. Ja, das ist ja schon mal gut. X plus in Klammern x plus 5 gleich 21. 2x plus 5 gleich 21. Dann hat er die 5 rübergeholt, ne, hat sie also auf beiden Seiten abgezogen. Dann ist links 0 und rechts ist 16, das ist auch richtig. 2x gleich 16, x ist gleich 8. Daher ist Jannis 8 Jahre alt und Lea 13 Jahre alt. Das stimmt. Jannis ist 8, Lea ist 13. Dann nehmen wir noch hier den Herrn Müller. Der Herr Müller ist doppelt so alt wie seine Tochter. Zusammen sind sie 81 Jahre alt. Wie alt ist die Tochter? Wie alt ist der Vater? Wir können eine Gleichung aufstellen. Genau. Lassen wir das Alter der Tochter als x bezeichnen und das von Herrn Müller als 2x. X plus 2x ist 81. Genau, 3x ist 81, x ist ein Drittel davon, also 27. Ich rechne es mal nach, 81 geteilt durch 3, 27. Das heißt, die Tochter ist 27 und ihr Vater ist 54. Tochter ist 27, Vater ist 54. Das macht er wieder richtig. Dann haben wir hier sowas Geometrie. Hier ganz einfach so ein Rechteck. Das ist nicht weiter schwer. Aber ich nehme diese Aufgabe extra nochmal, weil der hat die vorhin nämlich falsch gelöst. Deswegen will ich mal sehen, was er jetzt macht. Also ein Rechteck hat einen Umfang von 48 cm, also vier Seiten zusammen addiert 48 cm. Die eine Seite ist 4 cm kürzer als die andere. Wie lang sind die Seiten? Und da hat er sich vorhin nämlich verzählt. Wir können eine Gleichung aufstellen, das ist gut. Lassen wir die längere der kürzeren Seiten als x bezeichnen und die Länge der längeren Seite als x plus 4. Das ist schlau. Dann hat er, ja, jetzt macht das wieder richtig. 2 mal x, also 2 Seiten und dann nochmal 2 Seiten, die 4 cm länger sind, gleich 48 und dann löst er das alles auf. Und da kommt raus, x ist gleich 10, das heißt, die kürzere Seite ist 10 cm lang und die längere ist 10 plus 4, ist gleich 14 cm lang. Und das stimmt auch. Ne? Ja, also was kann man, man könnte natürlich noch ewig weitermachen hier, ne, aber das Prinzip, finde ich, kommt durch. Also bei einfachen Rechenaufgaben, Multiplikation und Division und so weiter, da verhaut er sich gründlich aus Gründen. Und bei Textaufgaben, da macht er weniger Fehler. Also wie gesagt, er hat vorhin diese Aufgabe falsch gelöst, ne? Völlig falsch. Also, das heißt, das ist einerseits eine Entwarnung, also man muss keine Angst haben, dass jetzt ChatGPT die Lehrer ersetzt. Ne? Aber es ist leider auch eine schlechte Nachricht an alle Schüler, die gehofft hatten, dass die jetzt nach Hause kommen, Rechner anwerfen und dann ChatGPT die Hausaufgaben machen lassen. Also das würde ich mich nicht trauen. Aber es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, weil er das so schön erklärt mit den Textaufgaben, ne? Und Kreisberechnung und das alles. Es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, also den Stoff zu vertiefen und nochmal nachzuarbeiten und nochmal zu verstehen,
wie das eigentlich funktioniert, ne? Insofern ist es eine Hausaufgabenhilfe, aber man kann dem Ding nicht hundertprozentig trauen. Ja, und für Programmierer ist es sowieso eine Entwarnung, weil da hatte ich ja schon rumprobiert, also mit dem Programmieren hat das auch nicht so. Und andere haben auch schon probiert, kompliziertere Schaltungen mit dem Arduino hinzukriegen und sind da auch gescheitert. Also ja, was kann man dazu sagen, nicht? Also ChatGPT steckt entweder noch in den Kinderschuhen oder ist grundsätzlich für gewisse Aufgaben weniger geeignet halt, nicht? Also reine Mathematik ist scheinbar nichts. Ich habe auch gehört von einem Hobbyhistoriker, der meinte auch, also dass die Fakten ja völlig falsch dargestellt wurden. Und dann auch noch ein anderer, ein Mathematiker, der hatte gefragt oder gesagt, nenn mir die bekanntesten Mathematiker oder so. Und da kamen teilweise Leute, die waren gar keine Mathematiker. Ne? Naja, also ChatGPT hat ganz deutliche Grenzen. Es macht Spaß, damit rumzuspielen, aber es wird weder Google ersetzen, allein schon wegen der fehlenden Quellenangaben und wegen der falschen Fakten. Ich habe auch zum Beispiel technische Daten von Autos abgefragt und die waren teilweise total falsch. Und also Entwarnung, würde ich mal sagen, ne? Aber es macht trotzdem Spaß, damit ein bisschen rumzuspielen und manchmal klappt es ja auch, nur man weiß halt nicht genau, wann es klappt und wann es nicht klappt. Ja, naja. Ja, Mensch, heute war es richtig warm. Es war 11 Grad bei uns hier in Südhessen und da bin ich doch noch mal eine Runde Roller gefahren und war gar nicht kalt, ne? War ganz angenehm. Naja, aber jetzt wird es wieder kälter leider. Okay, in diesem Sinne bleibt schön gesund. Viel Erfolg bei euren Spielereien und Experimenten und was ihr so vorhabt und bis zum nächsten Mal.